Darf ich die nochmal hören, die Folge? Ich kann nichts dafür, wenn du die Spielregeln nicht kennst. Das stimmt, hab ich genau. Das weiß ich deswegen, weil ich habe dem ja immer oft die Kohle abgenommen, weil ich ja die Kasse gehabt. Keiner aus dem damaligen Kader hat mehr Länderspieltore als ich. Andi Müller. Ja, tut mir leid, ich habe zuerst gedrückt. Andi Müller. Das ist richtig. Du bist ein Frecher. Ich kann nichts dafür, wenn du die Spielregeln nicht kennst. Das stimmt, hab ich genau. Knifflig, aber gut. Überhaupt nicht knifflig. Ja, hat er recht. Ich habe den Buzzer nicht gedrückt. Ja, ist in Ordnung. Tut mir leid. Da kennt er nichts, nutzt er eiskalt. Da muss ich die Hand jetzt am Buzzer tun. Damit ich das nicht vergesse. Ich habe in 5 Ländern Profifußball gespielt. 5 Ländern? Ned Selic. Mach ich schon wieder. Ned Selic. Falsch. So, Teddy darf sich jetzt die restlichen noch anhören. Und du bist... Mist. Habe ich selber rausgekriegt. Mein einziges Bundesligaspiel gegen den BVB habe ich gewonnen. Wer ist denn da noch dabei gewesen? Ja, du kannst ja jetzt noch den dritten an. Ja, keine Gedanken. Okay, alles klar, machen wir. Für mich stand Pünktlichkeit nicht unbedingt an oberster Stelle. Wer war denn das? Pünktlichkeit? Julio César. Ja. Richtig. Das weiß ich deswegen, weil ich habe dem ja immer oft die Kohle abgenommen, weil ich ja die Kasse gehabt. Jetzt hätte ich eigentlich schon eher drauf kommen müssen. Nummer 3. Ich habe mehr Titel im Ausland geholt als in Deutschland. Boah. Wer haben wir denn da? Lass mal überlegen, Freunde. Also ich und Zorki, wir waren es auf jeden Fall schon mal nicht. Nee. Aber wir haben nur hier gespielt. Das stimmt, richtig auch. Ich war auch nicht. Das, Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an hinten? Da muss ja zumindest schon mal 2 sein. Ja. Komm, nächsten Tipp. Ich habe kein einziges A-Länderspiel absolviert. Oh, wer war das denn? Mehr Titel im Ausland. Mehr Titel im Ausland. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt nur Nationalspieler im Kader. Mach mal weiter, ich weiß das ja nicht. Also jetzt? Jetzt? Ich bin in Dortmund geboren, wohne aber im Ausland. Darf ich die nochmal hören, die Folge? Dortmund geboren, aber wohnt im Ausland. Stefan Kloß. Ah, ja, richtig, hätte ich eigentlich wissen müssen. Ja, Torwartkollege. In Glasgow. In Glasgow hat er. Glasgow, mein Titel, richtig, genau. Muss er ein paar Mal, zweimal, dreimal? Nee, da hat er mehrere viermal. Pokalsiege viermal. Und Meisterschaften geholt, okay. Ja. Mehrere, glaube ich, 3, 4 Titel sogar, stimmt. Okay. Also es steht hier 2-1 für mich, ne? Was? Ja. Gibt's doch gar nicht. Ich habe mein erstes Spiel gegen den BVB 0-7 verloren. Ich würde mal sagen, Karl-Heinz Riedle. Stark. Hä, woher weiß denn das? Weil er bei Blau-Weiß Berlin gespielt hat. Und haben wir 7 Stück, wir haben den reingeballert. Ja, der war vorher abgesprochen. Nein, das stimmt nicht, weil da habe ich noch gespielt. Also ist das jetzt die entscheidende Frage, oder? Nein. Nee, 5. Okay, 2-2. Ihr schlagt euch sehr gut. Fünfte Person. Ich habe 94, 95 die meisten gelben Karten im BVB-Kader kassiert. Steffen Freund. Ah, stark. Stimmt. Kann ja auch kein anderer gewesen sein. Stimmt, der war immer starkes Spiel. Ja. Ihr seid viel zu gut für das Spiel. Ich bin in Afrika geboren. Malang. Ja, Malang. Nein! Nee? Nein! Ganz einfach. Ibrahim Tanko. Ich darf mir die anderen beiden ja noch an. Ah ja, okay. Ja. Den Großteil meiner Erstligaspiele habe ich für Hertha absolviert. Oh Gott. Ich darf nicht mehr, ne? Nee, du darfst nicht mehr. Und Mist. Wer kann denn? Ich bin in Afrika geworden. Okay, dann brauche ich den letzten. Als Sportdirektor, ich weiß es jetzt. Als Sportdirektor habe ich einen Verein von der dritten Liga in die Bundesliga geführt. Ich weiß, wer das ist. Marc Arnold. Stimmt. Bin ich gut. Ja, stimmt.
Ich habe gedacht, ich habe jetzt schon 4. Ich habe gedacht, ich kriege keinen. 4-2. Jetzt musst du dich ranhalten. War natürlich auch, ich bin in Afrika geboren, war natürlich auch fiese Tipp. Nee, das hätte ich wissen können, ja. Ich habe mehr als 100 Länderspiele bestritten. Ja. Was meinst du? Scheiße. Da bin ich mal gespannt. Ja, ist doch ganz. Mehr als 100? Für Deutschland? Ja, dann sage ich Schappi. Richtig. Oh. Richtig, für die Schweiz. Ah, nee, wir dürfen nicht. Na, dürfen wir nicht. Ja, hast du gewonnen. Habe ich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke.